Außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und natürlich ist das auch eine Möglichkeit, solange das Ganze gewaltfrei bleibt, deutlich zu machen, wir meinen es wirklich sehr ernst. Solange es nicht gewaltsam wird, kann man ein Zeichen setzen damit. Passiver Widerstand aus der Gesellschaft finde ich absolut in Ordnung. Ist ein legitimes Mittel, um sich Gehör zu verschaffen, weil die Politik nur auf solche Signale reagiert. Ja, also stehe ich dahinter, aktiv partizipiert an solchen Aktionen, muss ich sagen, habe ich jetzt bisher noch nicht. Der Streik der Schüler finde ich etwas zu extrem. Sicherlich muss man Druck aufbauen. Allerdings finde ich, die Forderungen, die dort gestellt werden, sind meines Erachtens nicht von heute auf morgen übertragbar oder also zu erfüllen. Ehrlich gesagt, erwarte ich nicht besonders viel, beziehungsweise natürlich wird was kommen, aber das wird nicht ausreichend sein. Und das wissen auch alle Beteiligten. Und solange man einfach probiert, weiterhin nichts wirklich ändern zu wollen für die Menschen, sondern weiterzumachen wie bisher und gleichzeitig irgendwelche Ziele erreichen will, die definiert worden sind, das wird nicht gelingen. Wir werden mit ein paar Einschränkungen leben müssen und die Einschränkungen, die werden für alle vertretbar sein. Das wird man gut hinkriegen. Und es wird natürlich mehr sein, als nur SUVs zu besteuern und Plastiktüten abzuschaffen. Ich erwarte nicht, dass groß was Neues dabei ist. Vermutlich werden eben wieder Klimaziele gesetzt, die dann nicht erreicht werden. Das ist meine Vermutung, weil sich bis jetzt eben auch nicht viel getan hat. Förderung für meinetwegen klimafreundlichere Heizungen, das ist zum Beispiel ein Thema, was kaum angesprochen wird, aber geheizt wird bei uns sehr viel, weil wir halt doch noch in einem kalten Klimazone leben. Und solche Dinge müssten auch mit betrachtet werden und nicht immer bloß das Auto. Also dass der Kohleausstieg bis 2038 ist es, glaube ich. Ich glaube, dass es zu spät ist. Also wer das Rezo-Video gesehen hat, der weiß, dass das vermutlich zu spät ist. Keine Ahnung, dass man nicht so viel Strom verbraucht oder nicht mit dem Auto in die Stadt fährt, wenn man auch ein Fahrrad nehmen kann. Wenn Fleisch, dann bewusst Fleisch. Also ich bin früher wirklich sehr viel gereist, geschäftlich wie privat, sehr viel geflogen, sehr gerne auch geflogen. Das ist einfach jetzt sehr viel weniger geworden. Öffentliche Verkehrsmittel nutzen und einfach so versuchen, da schon was dazu beizutragen.